So, und dann wollen wir nochmal durchzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 13 fehlen uns noch. Ich sollte mir eine Checkliste machen, weil das Spiel selber keine Checkliste macht. So, dann mache ich aber jetzt mal hier. Moment, hier hin. Strom und Strom. Weil wir Strom brauchen. So, wir brauchen nur noch 12. 11. Okay, so. 9. Schaut ja ganz gut aus. Huch, so. Neun Gebäude noch, 9 Apartments noch. Der Countdown läuft. 8. 7. So. Und ich bin ein bisschen ungesprächig gerade, weil ich im Kopf mitzähle. Das ein bisschen ablenken, wenn ich mitzählen muss im Kopf. Aber wir bewegen uns sehr nah dran. Die Frage ist natürlich die, ob so ein Gebäude im echten Leben überhaupt halten würde. Wahrscheinlich nicht. Sieht nämlich ziemlich so aus, als ob es beim ersten Windstoß gleich einfallen würde. Ja, aber eigentlich sind wir wirklich nah dran. Und jetzt heißt es, kann keine Treppen mehr bauen. Ja, scheiße. Nein, 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 nein. Wie blöd ist das? Nein. Oh, fuck. Okay, dann müssen wir vielleicht doch von meinem Prinzip... Ja, wobei ich will nicht wirklich von dem Prinzip, dass es irgendwie... dass nicht auf jeden Block was gebaut werden kann, immer abweichen. Nur weil das Spiel mir das sagt... Also ein bisschen Zeit, weil Strom und Luft habe ich noch ein bisschen im Dings, im Tank quasi. Dann zum Beispiel hier. Klopp, die hier weg. Wer braucht schon frische Luft? Warum hat der gerade geblinkt? Kein Zugang? Moment, was? Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Jetzt steht bei der Treppe da kein Zugang, aber wo kommt denn das jetzt her? Hä? Da habe ich doch überhaupt nichts dran geändert. Warum? Aber... Warum... Was? Hä?
Und Geld haben wir ja. Also es liegt nicht am Geld, sondern es liegt am Zugang. Aber, hä? Und es steht sogar davon wegen Grün und Zugang und so und, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Warum? Okay, ich wollte euch natürlich zeigen, wie es aussieht, wenn ein kompletter Turm irgendwie kaputt geht. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ja. Tolle Scheiße. Das sieht dann nämlich so aus. Die brauchen nicht mal Zugang. Wann haben Wassertürme Zugang benötigt? Oder Windmühlen. Die haben doch erst irgendwie. Die hätten doch von Anfang an rot geblinkt, wenn, weil ich die ja schon vor einiger Zeit hier gebaut habe. Und. Okay, ich fange neu an. In Ordnung. Jetzt wollen wir neu anfangen. Toller Kack. So, und jetzt mache ich so, wie ich das vorhin gesagt habe. Ich mache abwechselnd solche und solche. Nee, ja, wobei, nee, das war gar nicht mal, was ich gesagt habe. Aber mir kam die Idee vorhin, dass es vielleicht auch ganz interessant wäre. Beziehungsweise gar nicht mal so. Moment mal. So einfach. Würde das Sinn machen? Das mache ich hier unten Strom hin. Ich meine, so haben wir immerhin zumindest mal kein Problem von wegen, dass hier Blöcke sind, die überhaupt keinen Zugang haben. Wir haben allerdings eine sehr viel höhere Rate an Blöcken, die nur für Platzsachen benutzt werden. Aber ich kann zum Beispiel auch hier ein Dings hinmachen. Ein Plaza. Wir wissen ja, wie die Leute Plazas lieben. Zack. 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 Dann kommt hier wieder Baum hin. Bäume finden die Leute ja auch ganz toll. So. Und jetzt erstmal wieder Strom. Das ist alles in Ordnung jetzt. Jetzt brauchen wir Geld. Geld. Finde ich, können wir nach wie vor versuchen, mit den Dings hier einfach zu machen. Wir machen eine Galerie hier hin. Die hat einen Zugang. Wir machen Wasser, Heißwasser-Dings hier hin. Wir machen. Hotelzimmer hin. Zwei Stück. Das reicht jetzt wieder erstmal. Wir bringen Strom hin. Noch mehr Strom. Genügend Erholung gibt es. So. Brauchen allerdings noch Wasser. Und das Wasser holen wir uns flott von hier. So, jetzt haben wir wieder einen Turm, der zumindest sich selber versorgt. Und das möchte ich kurz mal feiern, indem ich ihn speichere. So, gespeichert ist. Dann
Ich wieder hier Dings bauen. Klick, klick. Klick doch die Wand an. Was? Ach so, ja, Moment. Korridor. Ach so, nee, Treppe erstmal wieder. Oh. Frische Luft. Okay, mir ist die Platte vollgegangen. So, hier geht's weiter. Und deswegen hat es natürlich jetzt eine Weile nichts aufgenommen, kurz. Ich glaube, es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, sind es 3 Stockwerke dazugekommen in der Zwischenzeit oder so. Irgendwie so. Blöd. Naja. Es ist nichts unglaublich Tragisches passiert, außer dass ich gerade wieder sehe, dass ich ein bisschen Geldknappheit habe. Obwohl ich eigentlich hier Geld am Produzieren bin, ist es irgendwie so von der Zeit, die es benötigt, um das Geld herzustellen, so doof irgendwie, dass ich trotzdem ständig in Geldknappheit bin. Das ist dumm, das ist ungeschickt, das verunsichert mich total. Ich sollte mich darum kümmern, mehr Geld herzustellen. Das heißt, hier kommt nochmal ein Dings hin. Dings nennt man das, ist der professionelle Ausdruck dafür. Und ein neues Hotelzimmer. 1 und 2. Und ich sehe gerade, da ist ja auch noch Platz in den anderen Etagen hier. Also, das kommt hier hin. Habe ich genügend Strom? Nee, ich habe noch nicht genügend Strom. Huch. Moment, das haben wir gleich. Momentchen. Eigentlich nimmt jetzt Strom- und Wasserversorgung wieder so viel Platz ein, dass ich eigentlich schon wieder ein paar Algen bauen könnte. Algenanlagen bauen könnte, um ein bisschen Platz zu sparen. Oh je, okay. Ich mach das Algen. Moment mal. Algen, 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 Algen. Das ist hier weg. Dann kommt da drauf Algen. 1 und 2. Das reicht fürs Erste. Dann heißt das ein weiterer, welches ist das? Der hier war ein Gasgenerator. So, ist er zugänglich? Nein, muss so rum hin. So. Das heißt, ich kann den Wasserturm hier abreißen. Und dann kommen da neue Apartments hin. Weil wir natürlich wieder mehr Abwasser brauchen. Wir kennen ja das ganze Dings, wie das funktioniert. Dieser Kreislauf von Abwasser, der dann schließlich Wasser und Strom wird. Oh, wir hätten doch keinen Wasserturm da lassen sollen. Upsa. So, gefixt. Das klappt jetzt wieder. Schön. Und jetzt, wo ich es einmal komplett verkackt hatte, bin ich es auch ein bisschen vorsichtiger und speichere mal zwischendrin immer wieder. Haben wir denn genügend Erholung? Erholung haben wir genügend. Geld haben wir mittlerweile jetzt auch. Oh ja, jetzt machen wir Geld. Ja, jetzt verdienen wir Geld. So. Da baue ich hier Sachen wieder auf. Und ich würde mal sagen, ganz ehrlich, ich verschwende gar keine Zeit damit, irgendwie jetzt groß zu zählen, wie viel Geld ich herstelle. Denn, wie viel Geld ich herstelle? Blödsinn. Wie viele Zimmer ich habe? Weil, ganz ehrlich, wir werden schon noch informiert werden, sobald wir die 40 Zimmer, die wir brauchen, erreicht haben. Da wird schon noch irgendwie eine Ansage kommen.
Von wegen, sie haben die 40 Zimmer, die sie brauchen. Success. So, was in die Richtung wird passieren. Was soll man sagen? Jetzt kümmere ich wieder, mache ich wieder Algen. Zack, zack, zack. Nur ein Generator drauf. Der ist richtig angeschlossen. Das heißt, neue Zimmer. Zack. Zack. So viel Wasser brauche ich nicht mehr. Das heißt, Wasserturm kommt weg. Zack. 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 Wenn ich zu viel Zack sage, einfach melden. Dann werde ich das rauseditieren. Nicht. So. So, das muss ich natürlich wieder frische Luft hier hin machen. Oh je. So. Es geht. Okay, ich möchte doch mal zählen, wie weit wir überhaupt am Ziel sind. Wir haben unten 3. Moment, ich gehe jetzt mal so durch. Ui. Achso. 3. 4. 5, 6, 7. 11. 14. 15. 16. 18. Mit 22. 25. 25. Ja, 25 könnte schlimmer sein. Es geht aber ein bisschen der Platz aus, habe ich die Angst gerade. Das alles wegen frischer Luft, weil wir frische Luft brauchen. Was wir wirklich am effektivsten von diesen Bäumen her bekommen. Tja. Diese Dinge könnten wir irgendwie noch versuchen wegzumachen. Die Rotoren hier. Ob ich die nicht doch nochmal versuchen kann durch einen Biomassegenerator. Problem ist, dafür brauchen wir wieder Algen. Eigentlich ist es kein großes Problem. Ich mache jetzt einfach nochmal hier Dings drauf. Ich glaube, jetzt baue ich einfach mal mit Dings zu, mit Treppen. Weil Treppen bedeutet, dass ich ungefähr eine Ahnung habe, wie hoch ich insgesamt bauen darf. So. Dann kann ich Algen. 1. Achso. Moment. 2. 3. Einen weiteren Biogenerator, so rum hin. Und jetzt brauche ich neue Zimmer. 1, 4 hin schon mal. Und, ja, Moment. Wir haben 140 Sekunden Zeit. So, das sage ich, weil wir so viel an Abwasser im Lager haben. So. Ich finde es interessant, wie es so schön heißt bei diesem Spiel von wegen, es soll auch den Leuten beibringen, wie man nachhaltig baut, aber selber ist es dann quasi egal, wie viel Abwasser man produziert, weil, ja. Ich habe gesehen, die schwierigste Challenge bei dem ganzen Spiel ist, die ist besonders interessant eigentlich, weil die, bei der heißt es wirklich, man muss irgendwie 500 Frischluft herstellen, ohne dabei in die Situation zu kommen, dass man ein Überangebot an Sachen hat. Ein Überangebot irgendwie 50, ich glaube, man darf nicht mehr als 50 Dings haben. Dinge. Und die Sachen gehen wieder ein. Schön, wir sind wieder an genau der gleichen Stelle wie vorhin angelangt quasi. Dass wir einfach plötzlich wieder null Access Data haben.
Und ganz toll auch hier unten. Selbst die Korridore im untersten Stock haben plötzlich keinen Zugang mehr. Keine Ahnung. Haben einfach keinen Zugang mehr. Das ist doch komisch. Also ich habe vorhin ja hier noch gespeichert gehabt. Hier sah das noch alles ganz gut aus, oder? Ja. Also entweder ist es vielleicht... keine Ahnung, vielleicht... hat es mit der Anzahl der Treppen zu tun oder... Weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das Treppen wirklich so das Allheilmittel sind. Das ist ja auch ein bisschen doof. Ja, aber... Oder ist es ein Bug irgendwie? Weil das Spiel ist noch in der Alpha, da kann sowas passieren, kann ich mir vorstellen. Will ich nicht ausschließen, aber ich will auch nicht sagen von wegen zu, das ist ein Bug, nur weil ich unfähig bin, das Spiel zu spielen. Muss ich herausfinden. Es gibt einen Reddit zu diesem Spiel, vielleicht schaue ich in dem mal nach, mal gucken. Da schaue ich mal nach. Ja, das werde ich machen.